Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge The Planet Crafter. Warum habe ich diesen Bildschirm offen? Schlechte Nachrichten, gute Nachrichten, kann man sehen, wie man will. Es gab einen kleinen Hotfix sozusagen, der darauf ausgelegt ist, das Game Balancing etwas zu verbessern. Und das heißt, dass man mehr Insekten benötigt, um bestimmte Sachen freizuschalten. Und die Sachen, die wir also gestern schon freigeschalten hatten, sind heute wieder gesperrt, gelockt. Die werden erst demnächst wieder aufgehen. Wir hatten den Baumsamen Humelora schon, wer sich dran erinnert, wir konnten schon Stoff herstellen, den Seitengenerator, der war schon freigeschalten. Und sogar hier hinten der Bauernhof im Freien war schon frei. Das letzte, was noch gefehlt hat, war der Schmetterlingsschaukasten. Das ist jetzt alles wieder gesperrt. Das heißt, wir haben wieder viel Zeit, uns um andere Sachen zu kümmern. Denn bis zur Freischaltung des Seitengenerators braucht es noch eine ganze Menge Insekten. Was wir bauen können, ist aber der Bienenstock, sofern wir genug Bienen haben. Und da schaue ich mal, da braucht es eine Bienenlarve und die habe ich schon. Das heißt, das wäre dann quasi etwas unfreiwillig unser nächster Ansatz, unsere nächste Aufgabe, die wir durchführen wollen. Dafür habe ich jetzt plötzlich den Teleporter freigeschalten. Das schauen wir gleich mal. Ja, ich glaube auch die nächste Stufe, die nächste Terraforming-Stufe mit Fische, auch die Prozentzahl ist etwas reduziert, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber wir haben 25 Giga Terraforming-Einheiten. Boah, wo ist er? Hier ist es. Das heißt, auf dieser Ebene haben wir jetzt das nächste freigeschaltete Teleporter. Wir brauchen eine ganze Menge Energie. Teleportiert dich zwischen Orten. Das hat der Name schon gesagt irgendwo, ne? Und auch da brauchen wir Pulsarquarz, der fehlt uns noch. Da haben wir ja gestern den ersten gefunden. Oder war es vorgestern? Ich glaube gestern. Gut. Das heißt, wie gesagt, wir bauen den Bienenstock heute auf. 25 Energie sollten wir noch haben. Dann brauchen wir perspektivisch einen neuen Nukleargenerator, um mehr Energie herzustellen. Wir können auch Solarzellen bauen, da brauchen wir bloß ein paar mehr. Dann ja, schauen wir mal. Aber den Bienenstock bauen wir als erstes auf. Da brauchen wir eine Superlegierung, Dünger. Superlegierung haben wir hier sogar noch. Dünger Stufe 2, für was wollten wir den haben? Wir wollten bestimmt irgendwas bauen, was wir jetzt nicht mehr bauen können. Ja, dumm gelaufen. Wir haben auch unser Biolabor hier erweitert um ein Modul. Das können wir uns dann demnächst auch noch mal ein bisschen einrichten. Hier hat sich erstmal nichts getan. Und hier haben wir eine Seidenraupe noch bekommen. Die Seidenraupe brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Da ja unser Fortschritt nicht zunichte gemacht wurde, das klingt böse, aber wir können halt jetzt nicht mehr nutzen. Einen Biokunststoffklumpen brauchen wir und Dünger. Für Dünger brauchen wir Auberginen, wenn ich mich recht erinnere. Den Rest müssten wir haben. Genau. Und damit haben wir den Bienenstock. Bienenstock können wir drinnen nicht bauen, der muss also draußen irgendwo hin. Machen wir doch gerne. Die Bohnen nehme ich schon mal mit, damit wir was zu essen haben. So, was haben wir noch? Mutagen, was braucht man, um hier weiterzumachen? Mutagen und Dünger. Brauchen wir dann nochmal Dünger? Das heißt, ich schmeiß erstmal die Larven, die wir jetzt nicht brauchen, hier rein. Die seltene Larve hat man ja schon benutzt, um den Schmetterling herzustellen. Genau. Der ist ja schon unten in der Schmetterlingskuppel, das können wir uns dann gerne angucken. Die Seitenraube brauchen wir auch nicht. Ich habe es in die falsche Richtung gepackt, ne? Ich habe es mitgekriegt. Das Muttergen brauchen wir jetzt auch nicht. Das verbauen wir gerade jetzt eben. Die braucht es jetzt auch nicht und die ist jetzt auch nicht. Haben wir jetzt noch alles? Ja. Dann gucken wir mal, dass wir draußen ein schönes Plätzchen finden.
So, hier hat bestimmt nicht hin. Wir können den ja auf die andere Seite bauen. Dort, wo unsere Blumenwiesen sind. Hier zur Blumenwiese hin. Werden wir das noch weiter erweitern müssen? Bestimmt. Wenn wir noch mehr Schmetterlingslarven bekommen, möchte ich ja vielleicht doch noch eine Schmetterlingskuppel bauen. Da stellen wir den hier hinten hin. Obwohl, den wollen wir ja nicht so weit wegstellen, weil den müssen wir uns ja immer wieder, da müssen wir uns ja Honig holen, wenn wir ihn denn brauchen. Gut, hier ist ein schöner Platz. Und da schwirren die Bienen umher. Geh mal vorsichtig ran. 350 Gramm pro Sekunde an Pflanzen und 15 Gramm pro Sekunde an Insekten. Und irgendwann wird der Honig hergestellt haben. Den können wir uns dann holen. Ja, ihr lieben Bienchen, da habt ihr Blümchen. Schön, wir haben Bienen. So. Und dann können wir natürlich die Zeit heute tatsächlich nutzen, um mal eine Runde ins Gelände zu gehen. Das hatte ich euch schon öfter versprochen, ich erinnere mich. Haben wir bisher nie gemacht. Haben wir hier unten noch irgendwo? Ja. Nehme ich mal noch so eine Weltraumnahrung mit. Dass ich erstmal die Werte hochpushe. Gut. Da liegt eine Larve, gemeine Larve, okay. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Karte, wo wir eigentlich hinwollen. Hier hinten waren wir schon mal ein bisschen unterwegs. Hierhin könnten wir, können aber auch hier hin, das ist natürlich das Spannendste. Da versuchen wir mal den Weg zu finden, ohne uns zu verlaufen, ohne zu sterben. Dann machen wir hier das Wasser. Da hinten waren wir zusammen noch gar nicht. So, sollte ich sammle mal ein bisschen Eisen, Silizium, damit ich notfalls ein Wohnmodul bauen kann, um Sauerstoff aufzuladen. Das Silizium brauchen wir nicht. Titan bräuchte ich. Zwei Stück und drei Eisen insgesamt. Nicht wahr? So war es doch. Ungewöhnliche Larve, die kannst du mal mitnehmen. Gibt's noch mal Eisen. Und noch ein Eisen. Wunderbar, da haben wir schon wieder ein Wohnmodul. Hab's gesehen, da lag Zeolit. Das können wir natürlich nicht herumliegen lassen. Das nehmen wir auch mit. Oh, seltene Larve, stopp. Den Larven nehmen wir mit. Und dann geht es hier irgendwo. Ne, hier geht es zurück zum Wasser, richtig? Ja. Da hast du den falschen Weg genommen. Geht's doch irgendwo in die Höhle rein. Ja. Hier geht es in die Osmium-Höhle. Schmilzt bei 100 Nanokelvin. Okay. Ungewöhnliche Larve. Also selbst die seltenen Larven findet man ja vergleichsweise oft. Schmilzt bei 5 Mikrokelvin. Okay.
Mal sehen, was dann frei wird, ob dann Durchgang entsteht. Noch eine seltene Larve, die nehme ich jetzt trotzdem mal mit. Wo sind wir denn hier? Ah, da sehe ich was. Hier gibt es Pulsarquarze. Schau dir das an. Das ist ja schön. Finde ich den Weg zurück wieder? Die schauen wir uns gleich an. Ich mache bloß mal Folgendes. Ich baue mir schnell ein Wohnmodul, damit ich den Sauerstoff auffüllen kann. Drei Pulsarquarze haben wir gefunden. Und da oben auf dem Berg stand die Kiste. Die schauen wir uns natürlich an. Ein Chip, das ist schön, Dünger, alles was... Was hast du jetzt gemacht? Alles was das Herz begehrt. Noch eine seltene Larve, nehmen wir auch mit. Blaue Kometen. Was ist das? Oxyolit, okay, da... Da ist das Spiel gnädig mit uns, da gibt es uns jetzt doch eine ganze Menge an Rohstoffen. Da scheint Osmium runtergefallen zu sein. Das ist jetzt sozusagen auf der Karte das schwarze Gebiet, das schwarz eingezeichnete Gebiet. Ja. Superlegierung liegt auch herum, das ist schön. Dreimal am Kreis gedreht, da ist noch eine Kiste und da ist unser Wohnmodul. Gut, auch nochmal ein Chip, den nimmst du mit. Raketentriebwerk. Pulsarquarz. Ridium. Müssen wir später noch holen. Na? So, das kannst du ja erstmal Fenster reinbauen. Kannst du noch eins bauen? Kannst du noch eins bauen? Das geht nicht. Und du kannst doch diese Antennen bauen. Leuchtfeuer, da brauchst du Silizium und Aluminium. Gut, jetzt hast du vier Felder frei, da kannst du nochmal die Kiste suchen, wenn du sie wieder findest. Da steht sie. Zuerst die spannenden Sachen und die anderen Sachen holst du auch noch, keine Frage. Was trinken kannst du und da hast du das auch noch. Dessen brauchst du jetzt nichts. Passt. Gut. Also hier findet man eine ganze Menge Ressourcen. Das ist gut zu wissen. Muss man bloß den Weg durch die Höhle wieder. Da ist er. Gut, da geht's erstmal nach Hause, die Taschen leer machen. Und dann mit den Pulsarquarzen, da müssen wir mal schauen, da gab es ja den Fusionsgenerator, nicht wahr? Oder Reaktor oder wie der hieß.
Den Algen-Dingsbums könnte ich vielleicht auch noch mal eins bauen. Aber wohl. Reicht. Wir kommen ja gut zurecht mit dem Zeug, was wir haben. So, jetzt werden wir auch bald neue Schränke brauchen. Die Samen, die gehören eigentlich nach oben. Das ist Bio. Oh Gott. Hier hast du Nahrung, hier hast du die Samen. Was hast du hier drin? Noch mehr von den Samen. Und Biomaterial. Du müsstest dir mal einen Schrank bauen. Wo hast denn die Schränke? Hier unten. Aus der Eisen. Gut. Dann verteilst du erstmal das Zeug. Zeolit. Uranstäbe, das ist gut. Ein Raketentriebwerk, hast du jetzt schon zwei. Wo hast denn die Pulsarquarze hingeräumt? Ja, hast du reingeräumt. Hier, fünf und eine sind sechs Stück, hast du jetzt schon. Lässt sich da was draus bauen? Da lässt sich was draus bauen. Ein Teleporter. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich dann zwei Teleporter brauche, um mich einmal in die Richtung, einmal in die Richtung teleportieren zu können. Aber hier ein Kernfusionsgenerator. Den bauen wir als nächstes. Fünf Quarze haben wir. Geht los. Für was anderes brauchen wir die, glaube ich, gerade nicht, ne? Erzextraktor TR2, da haben wir den Superlegierungsstab. Den habe ich, glaube ich, auch schon irgendwo hingebaut. Da brauchen wir nicht alles voller Kernreaktoren basteln, da können wir das mit dem Teleporter machen. Mit dem Teleporter, genau. In Kernfusionsgenerator, der bringt uns 1500 Energie fast. Ah, wir werden so viel Energie haben. 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4. Den können wir drinnen hinbauen. Können wir den draußen auch hinbauen? Aber wenn wir drinnen hinbauen können, da brauchen wir uns natürlich einen Reaktorraum. Ja. Wo haben wir denn dafür Platz? Da müssen wir planen. Alles neu planen. Einen Schrank wolltest du bauen. Da nimmst du gleich mal Material mit. Dann kannst du hier noch einen Hinge bauen, aber eigentlich hast du ja dazu in deinem Labor Platz. Die Oberschienen nimmst du auch mit, die musst du einlagern, dass du dann immer genug da hast. Die Bohne ist auch schon wieder rausgewachsen. Sehr gut, sehr gut. Da würde ich sagen, bauen wir hier dran. An die Wand die Schränke. Also erstmal einen. Ja. Und da hauen wir die Pflanzensamen rein. Kannst du den Dünger einlagern und die Larven und da siehst du, ist auch schon wieder voll der Schrank. Brauchst du schon wieder einen neuen Schrank dafür. Gut. Jetzt brauche ich aber einen Raum für den Fusionsgenerator. Meine Basis ist zu klein geworden. Hier rein kannst du es nicht bauen, weil dann verbindet es die beiden Module. Das möchte ich nicht. Hier kann ich, habe ich mir überlegt, im Zweifel eine Dachterrasse hinbauen, indem ich hier eine Tür reinmache. Kann ich hier rausgehen, kann mit einem Geländer die ganze Geschichte hier absperren, dass ich nicht runterfalle. Dann kriegt das ein bisschen den Charakter von der Terrasse. Allerdings gefällt mir natürlich ja dieser. Da liegt jetzt hier plötzlich eine Larve. Gefallen mir diese Einbuchtungen hier nicht. Guck mal, da liegt auch noch einer. Die sammeln wir gleich mal runter. Hier haben wir nichts zu suchen. Den Heizungsraum. Ich
Da kriegt man keinen Raum mehr dran. Könnte tatsächlich hier einen Raum reinbauen. Da liegt schon wieder eine Larve. Das ist aber mein Heizungsraum, ne? Ne, der ist hier. Wenn ich hier einen Raum reinbaue, müsste ich ihn auch mit... Das geht aber auch mit Glasscheiben abtrennen, wie den Heizungsraum. Machen wir so. Bauen wir es dorthin. Zwei Eisen. Und dann brauche ich zwei Eisen und zwei Kobalt. Dann brauche ich noch eine Tür. Dafür habe ich jetzt keinen Platz. Ach so, warte mal. Baupläne, Mikrochips. Keine Blaupausen mehr zum Entschlüsseln. Dann packen wir die hier rein. So. Wir haben das hier drüben mit der Heizung gemacht. Da hatte ich das Fenster nur in Richtung Laborwerkstatt. Und hier habe ich die Fenster Richtung Gang gebaut. Dann kommt hier das Fenster Richtung Gang. Sehr schön. Hier ist es ja fast egal, in welche Richtung das Fenster geht. Ne, ich kann es nicht da hinten reinbauen, dann baue ich es hier rein. Macht nichts. Und hier kommt eine Tür rein. Dann brauche ich noch ein Schild oben drüber. Soll alles schön sein. Da brauche ich Magnesium. Also, ein Magnesium, ein Titan und ein Eisen. War doch so die Tür, ne? Und Silizium noch. Ich habe schon überlegt, das muss ich mal gucken, ob ich das angehe, dass ich mir hier diese Lampen hinsetze. Wo sind sie hier? Innenbeleuchtung. Und die in verschiedenen Farben einstelle, sodass ich anhand der Farben leichter sehe, an welcher Stelle ich bin, weil es doch alles ziemlich gleich aussieht hier. Und ich habe das hier mal gemacht. Da steht so eine Lampe mit einer Farbe. Drüben steht eine Lampe mit einer anderen Farbe. Und ich denke, dann würden wir auch so ein bisschen durch die Farbe die Bereiche abteilen können. Da schreibe ich mal Reaktor. Dann wird es gleich Energie ohne Ende geben. Da wird man auch mehrere Reaktoren reinbekommen. Das kannst du sogar so weit rüberstellen. Den hier hinstellen, könnten wir noch einen zweiten davor, könnte ich in der Mitte vielleicht sogar durchgehen. So, 1485 Energie. Oh, den hast du aber weit hinten reingestellt. Die Brunne kannst du essen. Da holst du dir eine neue. Und dann gehst du was trinken. Und dann zerlegst du deinen Reaktor. Fusionsgenerator ist es genau genommen. Und ziehst mal ein Stück nach innen rein, dass die Schläuche so sind. Alles klar, so gefällt es mir schon besser. Gut. Energie haben wir. Jede Menge. Das sollte nicht unser Problem sein. Ja. Läuft.
Dann kannst du mal den ganzen Rassel verstauen. Brauchst noch einen Schrank oben. Kommst du denn hier rundherum? Ich habe gerade so ein bisschen versucht zu überlegen, wie ich es sortieren könnte. Aber ich stelle den zweiten Schrank einfach mal hier direkt daneben. Ein dritter Schrank passt auch noch problemlos hin. Und da packe ich das erstmal alles rein. Das brauchst du zum Essen. Und das Zeolit, das gehört eigentlich unten rein. War der Schrank voll? Nö, hast du bloß übersehen. Fantastisch. Gut. Wo gehen wir noch mal hin? Ein paar Minuten haben wir noch. Da gucken wir mal, ob es schon Honig gibt. Ah. Zum Konsumieren. Bringt 10 Punkte. Oh, das bringt jetzt nie so viel. Aber ich glaube, das brauchen wir. Oh, hier sitzen Bienchen. Auf der Erde, auf dem Stein. Wieso geht ihr nicht auf die Blumen? Hätte ich euch mehr in die Blumenwiese reinsetzen müssen? Ja, ein bisschen Eisen könnte ich gebrauchen. Da hole ich mir gleich mal was aus meinem Erzextraktor. Hier steht auch noch eine Kiste, aber ich fürchte, die haben sie mir nicht wieder voll gemacht. Nö, schade. Hätte ja klappen können. Gut, Eisen. Titan brauchst du nicht mitnehmen und Aluminium jetzt auch nicht. Hast du noch notfalls? Gut. Ist auch Aluminium. Aluminium hast du so viel jetzt. Das war am Anfang auch alles Mangelware. Das dort hinten. Ach, das ist das abgestürzte Wrack. Ja, alles klar. Dort ist unsere Basis. Das ist das Wrack. Alles klar. Leichte Orientierungsschwierigkeiten. Das sah auch gerade verlockender aus, als es ist. Und hier hinten kommen wir übrigens rum zum dem Gebiet, wo dann die Osmiumhöhle ist. Wenn ich noch zwei Titan mitnehme, und ein Silizium. Dann kann ich mir jederzeit wieder ein Wohnmodul bauen. Silizium brauche ich deshalb, damit ich eine Tür habe. Ohne Tür nützt mir das Wohnmodul nämlich nichts. Ich habe gesehen, da war gerade eine Larve. Da ist es. Schon wieder Kometenschauer. Was für ein Lärm, Leute. Da drin hat man doch auch noch nicht alles leer gemacht, ne? Da steht sogar noch ein Wohnmodul.
Und hier habe ich sogar schon eine Kiste hingebaut für den Fall der Fälle. Da drinnen waren wir doch letztens, da waren doch auch noch ein paar Kisten. Mach mal das Licht an. Hier ging es nicht weiter, ne? Die Kiste war leer. Die auch. Da war noch was drin. Na gut, das sind jetzt auch Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Kisten. Oh, das ist auch alles schönes Zeug. Auch alles schönes Zeug. Weiß ich gar nicht, was ich zuerst mitnehmen soll. Alles. So einfach ist es. Jetzt den Weg wieder rausfinden. Schon wieder eine Larve. Oh, hätte mit der Komet fast den Ausgang versperrt. Da fehlt mir ein Kobalt. Schade eigentlich. Ja, das nützt mir jetzt alles nichts, was hier runterfällt. Damit kann ich nichts anfangen, kann ich nicht aufsammeln. Aber hier an den Bogen müssen wir später nochmal zurückkommen. Da gibt es offensichtlich noch Dinge, die ich noch nicht habe. Das ist Kobalt. Eisen, okay. Gut, nützt dir nichts. Selbst wenn jetzt was dabei gewesen wäre, was du haben willst, hättest du es ja trotzdem nicht bekommen. Jetzt muss ich mal gucken, wo lang ich muss. Das ist das komische Tal da drüben, da muss ich nie hin. Muss mehr darüber. Ja, haben wir doch schon wieder die Taschen voll. Also an Rohstoffen mangelt es nicht. Jetzt müssen wir sehen, dass wir Fortschritt machen, dass wir die Sachen freischalten. Und das ist ja alles bloß eine Frage der Zeit. Müssen wir noch mal die Tage rübergehen, Pulsarquarze sammeln, wenn wir da noch mehr finden. Teleporter könnte ich jetzt bauen. Brauche ich auch Pulsarquarze. Und dann könnte ich mich vielleicht... Muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Find mal raus, war kein Problem. Kann man auf jeden Fall mal probieren. Einen Teleporter stelle ich mich hier auf jeden Fall hier an die Basis. Und wenn ich dann noch einen zweiten brauche, um ein Ziel zu haben, dann muss ich halt sehen, wo ich die auf der Map platziere, damit ich mich dann schön von einer Ecke zur nächsten teleportieren kann. Wunderbar, da sind wir wieder zurück. Jetzt wird es doch langsam knapp mit dem Platz. Könnte aber zum Beispiel diese Samen nach oben räumen, dann hätte ich hier plötzlich Platz für... Für was? Was packt man hier rein? Geht das draußen schon wieder los? Kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Ein Kometenschauer jagt den nächsten. Da ist er niedergegangen. Und guck mal, der leuchtet violett.
Das kann ja eigentlich nur eins bedeuten. Was Quarz drin ist. Das gucken wir uns dann noch schnell an. Theolit habe ich hier drin. Die Samen können natürlich nach oben. Ja, ich merke schon. Da habe ich doch hier oben ein Plätzl gehabt. Ja. Das ist Biomaterial. Da muss ich ein bisschen sortieren. Dann nehme ich mal die Larven raus. Pack die Larven da hinten rein, sodass ich hier... Oh, den Honig. Wo packst du denn den Honig rein? Hast du dafür schon einen Platz? Nee, natürlich nie. Wunderbar. Wachsen erstmal hier mit dazu. So, jetzt gebe her den Quarz, den du immer runtergeschmissen hast. Irgendwo muss er doch hier sein. Kann ich dich nie abbauen? Nee. Aber da hinten liegt dort runter. Hier liegen sie. Ah. Schön. Liegt noch mehr drunter. Eine seltene Larve, die nehmen wir mit. Gut, ihr lieben Steine, verschwindet mal. Lasst mich mal an das Pulsarquarz ran. Geht noch nicht. Aber da haben wir auf jeden Fall genug, um einen Teleporter zu bauen. Superlegierungsstab habe ich, Osmium Zeolit habe ich. Können wir loslegen. Wunderbar. Sind die Larven auch alle mit runtergefallen? Gut. Dann werfen wir noch mal kurz einen Blick auf den Fortschritt. Hier sehen wir es, Insekten haben wir schon 360 Kilo. Das geht rasend schnell nach oben, auch die Pflanzenbiomasse geht nach oben. Also das läuft. Müsste man hier auch bald dann Fortschritte sehen. Bei 500 Kilo Insekten, ja, so schnell wie das hochrasselt, funktioniert das schon. Seitengenerator bei 800 Kilo. Gut. An dieser Stelle, hier haben wir uns heute, früh hätte ich fast gesagt, heute zum Beginn der Folge getroffen. Hier verabschieden wir uns. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal.